Hier ist dein Adventskalender für die Ohren. Heute öffnen wir Türchen 21. Ich grüße euch alle und freue mich, dass ihr da seid und mit mir in unser heutiges Mittwochstürchen hineinhört. Was mich ja mal interessieren würde, auf welchen Menschen ihr euch an Weihnachten eigentlich besonders freut. Also ich meine jetzt nicht das Christkind oder den Weihnachtsmann, sondern richtige Menschen, die vielleicht mit euch am Tisch sitzen. Oma und Opa oder deine Cousine oder dein Patenonkel, der zu Besuch kommt. Das ist doch eigentlich das Allerschönste, wenn wir Weihnachten mit lieben Menschen feiern, die wir sonst im Jahr vielleicht auch nicht so oft sehen. Da muss für mich auch gar kein großer Aufwand getrieben werden. Wichtig ist, sich mal in den Arm zu nehmen und richtig kräftig zu drücken. Das ist doch sowieso das schönste Geschenk, das man bekommen kann, finde ich jedenfalls. Na, ich freue mich auf jeden Fall auf alle meine Lieben aus der Familie, die ich an Weihnachten treffe. Aber bis dahin ist ja noch ein klein wenig Zeit und die vertreiben wir uns mit einem aufregenden Brief. So heißt nämlich heute unsere Geschichte von Mascha Matysiak aus dem Buch O du fröhliches Rentier. Und mal ehrlich, habt ihr ein Rentier schon mal fliegen gesehen? Ich fürchte, das ist eine ganz schön große Herausforderung für den armen Rico. Aber was tut man nicht alles, wenn man die Süßigkeitenfabrik und das große Spielelager auf der Weihnachtsinsel sehen will? Und die Lisa, die nimmt uns jetzt mit hinein in den Wald zu Elchkind Rico, seinem Vogelfreund Pepe, dem Wurzelzwerg Knoblauch und der Baumelfe Ella. Viel Spaß! Unsere Geschichte. Ein aufregender Brief. Rico kickt mit seinem Rentierhof einen Stein über den Waldboden. Was für ein kalter Morgen. Der Wind bläst die letzten Blätter von den Bäumen und biegt die Äste. Die Luft riecht nach Schnee und Eiszapfenbibbern. Rico wackelt mit der Nase. Am liebsten würde er zurück zu seinem Unterschlupf gehen und sich wieder ganz eng an seine Eltern kuscheln. »Guten Morgen«, jodelt ihn Kuxikus entgegen. Wie immer ist der Blätterzwerg auch um diese Uhrzeit schon gut gelaunt. Er steht vor seiner Höhle unter der hohen Buche und schüttelt eine Decke aus. »Was ist los mit dir?«, fragt er. »Du siehst dir aus, als hätte dich ein Feuerfloh gezwickt.« »Bin müde«, murmelt Rico. »Die Waldtierschule fängt viel zu früh an.« Kuxikus zieht ein mitleidiges Gesicht. Dann tätschelt er Ricos Rentierbein. »Das mag sein, aber je früher du anfängst, desto früher bist du fertig. Das ist logisch, oder?« Lachend faltet er die Decke zusammen und fegt den Höhleneingang. Rico legt den Kopf schief. Kuxikus hat recht. Wenn er später aufstehen und zur Schule gehen würde, käme er später nach Hause und hätte nachmittags weniger Zeit für seine Freunde. Das will er natürlich nicht. Also beeilt er sich, zur Schule zu kommen. Auf dem Weg zupft Rico ein paar Streifbeeren von einem Ast. Die schmecken jetzt im Winter besonders lecker. In ihnen stecken die gesammelten Sonnenstrahlen vom Sommer. Das blitzelt lustig im Bauch. Hinter der nächsten Lichtung geht es bergab. Gleich hat Rico die Schule erreicht. Er hört schon das Plätschern des Waldbaches. Und noch etwas. Leises Flügelschlagen. Im nächsten Moment kommt sein Freund Pepe durch die Baumkronen geflattert. Schwungvoll landet er auf Ricos Geweih. »Hast du es schon gehört?«, piept der kleine Vogel. Seine rot-gelben Federn haben ihre Farbe verloren, wie immer, wenn er sehr aufgeregt ist. Er sieht aus wie eine wuschelige Schneeflocke. So weiß ist er. »Was denn?«, will Rico wissen. Er schleckt sich den letzten Beerensaft von den Lippen und schielt zu seinem Freund hinauf. Pepe tippelt so auf dem Geweih hin und her, dass Rico ganz schwindelig wird. Dann segelt er auf einen Ast. »Frau Knolle hat einen Brief gekriegt.« Mit der rechten Flügelspitze zeigt er rüber zur Lehrerin. Die Wasserfee sitzt neben dem Bach auf ihrem Stein und wartet auf die letzten Schüler. In der Hand hält sie einen Umschlag. Er ist karottenrot mit goldenen Punkten. »Und was ist daran besonders?«, fragt Rico. Pepe rollt mit den Vogelaugen. »Der Absender, Hicks, ist Hicks besonders.« »Mach langsam«, mahnt Rico seinen Freund. »Es ist Hicks, Post von Hicks, den Weihnachtsinseln«, quetscht Pepe hervor.
Hui, raunt Rico. Das ist wirklich aufregend. So schnell er kann, rast er zu Frau Knolle. Einen zauberhaften Morgen, sagt Frau Knolle mit glockenheller Stimme, als alle da sind. Setzt euch, Kinder, wir haben Brief von den Weihnachtsinseln bekommen. Wirklich, raunen die Schüler und verstummten, als Frau Knolle den Brief auseinanderfaltet. Liebe Waldschüler, habt ihr Lust auf einen Besuch auf unserer Insel? Wenn ihr mögt, könnt ihr uns kurz vor Weihnachten besuchen. Dann zeigen wir euch die Süßigkeitenfabrik, das Spielelager, die Schlittenwerkstatt und alles andere. Wir freuen uns auf euch. Ja, juhu, genial, rufen Rico, Pepe und die anderen Tierkinder laut. Einen Besuch auf den Weihnachtsinseln haben sie sich schon lange gewünscht. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, piepst Pepe. Moment mal, die Waldschüler wollen zur Weihnachtsinsel, weil das das Zentrum von Weihnachten ist? Also, wenn ich im letzten Jahr beim Adventskalender für die Ohren richtig aufgepasst habe, dann gibt es zwei Weihnachtsinseln auf der Welt. Eine gehört zu Hawaii und die andere zu Australien. Beides sehr weit weg von hier. Und weil auf diesen Inseln gar keine Christen leben, die die Geburt von Jesus feiern wollen, gibt es da auch so gut wie gar kein Weihnachtsfest. Man nennt sie nur so, weil sie an einem Weihnachtsfest entdeckt wurden. Das ist aber schon bald 400 Jahre her. Wie dem auch sei, die Geschichte vom fröhlichen Rentier ist trotzdem klasse und macht Lust auf mehr. Kleiner Tipp für den allerletzten nachträglichen Wunsch auf dem Wunschzettel. Bei Werstenbuch kann man das Buch noch bekommen. Was Geschenke angeht, sind ja viele Leute immer auf den letzten Drücker, kurz vor Heiligabend noch unterwegs. Auch was den Weg zur Krippe angeht, sind einige noch nicht angekommen und müssen sich jetzt langsam mal ein bisschen sputen. Ich checke das mal eben bei unserer Weihnachtsreporterin Daniela. Weihnachten live! Spannende Berichte aus der Weihnachtsgeschichte mit Daniela. Wenn wir hier abends in unserem Adventskalender für die Ohren zu unserer Weihnachtsreporterin Daniela schalten, dann komme ich mir manchmal vor wie bei so einem Promi-Podcast, wo es um die Königshäuser dieser Welt geht. Hast du denn heute vielleicht auch wieder so einen exklusiven, royalen Bericht für uns auf Lager? Hallo zusammen. Ja, wirklich. Du bist nah dran. Ich fand zwar bisher alle Menschen toll, denen ich hier begegnet bin, aber tatsächlich, heute habe ich nochmal einen, wie du sagst, Promi. Oder besser ein König bei mir. Es ist König Balthasar. Guten Abend, Eure Majestät. Ach, bitte, Kind, nenn mich einfach Balthasar. Als König werde ich doch nur bezeichnet, weil ich in einer herrschaftlichen Familie hineingeboren wurde. Ich finde meine Aufgabe als Sterndeuter, als Magier viel entscheidender. Du bist ein Magier? Du kannst also zaubern? Das wusste ich gar nicht. Ach was, ihr als Zauberei versteht, sind doch nur kleine Tricks. Wir Magier und Sterndeuter wissen die Zeichen der Zeit, die Zeichen der Sterne am Himmel zu lesen und danach zu handeln. Das ist etwas ganz anderes. Aha, und auch du hast diesen besonderen Stern aufgehen sehen. War der bis zu dir zu sehen? Selbstverständlich. Auch über meinem Palast, sehr weit im Osten, ist dieser Stern aufgegangen. Und mir war sofort klar, dass ich meine Sachen packen muss, um mir anzuschauen, was dort passiert, wo er stehen bleibt. Und was glaubst du, was dort passiert? Es muss ein Ereignis sein, das die Welt verändert. In allen Büchern steht, dass es ein neuer König sein soll, der geboren wird. Aber ich glaube, dass es mehr ist. Mehr als ein neuer König? Schau mich an. Ich bin schon sehr alt. Ich habe Könige gesehen, die geboren wurden. Und ich habe Könige gesehen, die gestorben sind. Aber nie ist für sie auch nur ein Stern aufgegangen oder erloschen. Ich sage dir, der, der geboren wird, muss mehr sein als einer der Könige, wie wir sie kennen. Was meinst du damit? Ich bin sicher, es wird ein Ereignis sein, das Himmel und Erde miteinander verbindet. Vielleicht sogar Leben und Tod. Wer weiß. Und dafür hast du in deinem Alter noch diese weite Reise auf dich genommen?
Natürlich, wenn man so lange lebt wie ich und immer wieder in die Sterne schaut, um zu erkennen, was geschieht, dann kann man ja nicht genau in dem Moment, wo es endlich mal spannend wird, kneifen. Natürlich habe ich mich auf den Weg gemacht, um mein Haupt zu senken vor dem, den der Stern mir am Ende seines Weges zeigen wird. Und ich habe eine Gabe mitgenommen, die zu diesem Anlass passt. Darf ich die mal sehen? Natürlich. Hier, schau. Was siehst du? Naja, so kleine, bernsteinfarbene Knüppelchen. Genau. Das ist Myrrhe. Ein wertvolles Harz. Aber nicht nur, weil es ganz schön mühsam ist, es zu gewinnen, sondern vor allem, weil es für besondere Zwecke gebraucht wird. Es ist eine Medizin, die Schmerzen lindert. Und man kann damit großartige Salböle machen, die den Menschen gut tun. Du meinst es also wirklich gut mit den Menschen, zu denen du hier reist, die du aber noch überhaupt nicht kennst? Es ist völlig egal, dass ich mein Ziel nicht kenne. Wichtig ist, ich werde es erkennen, wenn ich angekommen bin. Da bin ich sicher. Meine Weisheit wird mir sagen, dass sich der lange Weg gelohnt hat. Doch nun muss ich meinen Weg fortsetzen, damit ich rechtzeitig ankomme. Ja, mach das. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du das große Ziel am Ende des Sternwegs erreichst. Und sei sicher, an deine Weisheit und Güte wird man sich lange, lange Zeit erinnern. Mach's gut, Balthasar. Und für euch zu Hause mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr euch auch mal so weise und gut fühlen wollt wie der Balthasar oder seine beiden königlichen Kollegen Kaspar und Melchior, dann könnten wir da etwas für euch haben. Oder, Martin? Genau, das ist ein sehr guter Hinweis. Denn in allen Gemeinden gibt es natürlich die Sternsinger-Aktion am Anfang des nächsten Jahres, bei der ihr mitmachen und als einer der drei heiligen Könige die gute Botschaft von der Geburt Jesu in die Wohnungen und Häuser unserer Stadtteile bringen könnt. Und die Sternsinger bringen nicht nur den Segen Gottes zu den Leuten, sondern sammeln außerdem gute Gaben für Kinder in Not. Das ist doch perfekt. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes unter dieser Adventskalenderfolge und auf www.meinegemeind.de. Und damit danke an dich, Daniela. Das klingt doch wunderbar. Da gehe ich auch mit. Ich schicke euch königliche Grüße aus Israel in den Adventskalender. Bis morgen. Was für ein weiser, kluger Mensch der Balthasar doch ist. Geduldig abwarten zu können, dem Stern zu folgen, ohne zu wissen, wo er stehen bleibt, das würde den meisten von uns sicher schwer fallen. Aber oft ist es richtig, Vertrauen zu haben, dass am Ende des Weges etwas Gutes auf uns wartet. Und genauso klug und weise ist es, sich königlich für die Kinder in Not einzusetzen, als Sternsinger. Bist du dabei und hilfst mit, dass sich die frohe Botschaft ausbreitet und Kindern in den ärmsten Ländern der Welt geholfen wird? Wenn du magst, schließ einen Moment die Augen und dann beten wir zusammen. Guter Gott, oft sind wir ungeduldig und es kann uns gar nicht schnell genug gehen. Schenke uns das Talent, manchmal auch anzuhalten und geduldig zu sein. Auch damit wir die Zeit gut nutzen können, um uns für andere einzusetzen. Segne nun alle, die wir dir anvertrauen wollen und uns, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nochmal der Hinweis, dass ihr alle Infos zu den Sternsingern in den Shownotes bei YouTube, Spotify und Soundcloud findet. Und auch auf unserer Homepage www.meinegemeind.de. Schaut mal rein und macht mit, denn es ist so, so wichtig. Für heute machen wir das Türchen zu und ich freue mich, wenn wir morgen ein neues aufmachen. Ich bin Martin Kürble und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und bleibt behütet. Für heute der Adventskalender für die Ohren. Dieser Podcast ist für dich produziert von der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen in Zusammenarbeit mit Verstenbuch im Advent 2022.